Schön, dass Sie alle heute den Weg nach Köln gefunden haben und schön, dass auch alle oder bald alle einen Platz gefunden haben. Hier in der ersten Reihe ist auch noch frei. Mein Name ist Heinz Liedgens und im Namen des Vorstandes unseres Forums Ziviler Friedensdienst darf ich zunächst Sie alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Über die ernsten Themen des Forums Ziviler Friedensdienst haben Sie sich in zwei Gesprächsrunden eben schon informieren können und dürfen. Jetzt wollen wir feiern. Und darum ist es gut, dass trotz der Wetterkapriolen in diesen Tagen unser Sommerfest im Moment seinen Namen verdient. Der Himmel strahlt sicherlich auch, weil das, Entschuldigung, entweder stimmt mein Manuskript nicht oder ich bin auf der falschen Veranstaltung. Ja. Also der Himmel weint Freudentränen, so muss es heißen, weil heute das Forum Ziviler Friedensdienst seinen 20. Geburtstag feiert. Was vor 20 Jahren mit der Gründung des Vereins begann, ist heute in vielen Projekten in 10 Ländern aktiv. Es ist mir daher eine ganz besondere Freude, heute alle Mitarbeitenden des Forums Ziviler Friedensdienst, die Friedensfachkräfte und die einheimischen Aktivisten aus den Philippinen, aus dem Libanon, aus Israel und Palästina, aus Bosnien und Herzegowina, aus Serbien, dem Kosovo, aus Mazedonien und aus Kambodscha sowie aus den Projekten der kommunalen Konfliktbearbeitung und selbstverständlich auch aus unserer Geschäftsstelle hier im Friedenshaus ein ganz herzliches Willkommen und ein großes Dankeschön für Ihre tolle Arbeit zu sagen. Das war euer Beifall. In der Phase vor dem Beginn der Arbeit der Friedensfachkräfte gab es junge Menschen, die freiwillig als Friedensdienstleistende auch auf internationaler Ebene aktiv wurden. Ich hatte das Glück, einige von ihnen kennenzulernen. Einer trug einen großen Namen, Eugen Rosenstock Hussey. Er kam aus den USA. Vor seiner Rückreise stellte er als Resümee seiner Erfahrungen fest: Das Gegenteil von Krieg ist nicht Friede, sondern Friedensdienst. Mein Gefühl am heutigen Tag ist, dass das Forum Ziviler Friedensdienst, insbesondere durch seine Mitarbeitenden, diesem Motto in den ersten 20 Jahren seines Bestehens wirklich gefolgt ist. Wenn man 20 wird und Geburtstag feiert, kommen viele Gäste. Unser Fest soll heute am Abend Möglichkeiten zur Begegnung bieten. Darum will ich Ihnen auch ein paar Gästegruppen vorstellen. Ein ganz herzliches Willkommen gilt allen Einzelmitgliedern, den Vertreterinnen und Vertretern unserer vielen Mitgliedsorganisationen und den Förderinnen und Förderern unseres Vereins sowie all denen, die zur Stiftung Forum Ziviler Friedensdienst beitragen. Ohne Sie alle könnten wir heute nicht Geburtstag feiern. Und, liebe Gäste, es ist gut, dass wir mit den Herausforderungen des zivilen Friedensdienstes nicht alleine unterwegs sind. Darum freue ich mich, alle Kooperationspartner aus dem Konsortium Ziviler Friedensdienst willkommen zu heißen. Die Kooperationen des Forums sind vielfältig. Deshalb ist es sehr schön, dass Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, von Engagement Global, von der Verwaltung des Europäischen Integrationsfonds, vom Münchner Verein Sicherheitskonferenz Verändern und auch von Versicherungsgesellschaften heute zu unserem Geburtstagsfest gekommen sind.
Gleiches gilt für alle ehemaligen Mitarbeitenden und die Alumni unserer Akademie für Konflikttransformation. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, bei einem runden Geburtstag freut man sich, auch ein paar besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Einige werden gleich auch ihr Grußwort an uns richten. Und es ist uns auch eine besondere Freude, aus der Vertretung unseres Volkes, dem Deutschen Bundestag, hier begrüßen zu können. Und hier sollte ich begrüßen, und das wäre auch richtig schön gewesen, die Kölner Oberbürgermeisterin Elfi Schoo-Antwerpes, aber sie ist leider erkrankt und musste heute absagen. Ebenso hat man mir eben noch zugeflüstert, fällt dem Wetter zum Opfer, sie sitzt im Zug und kommt nicht weiter, aus der CDU-Fraktion des Deutschen Bundestages, Dr. Claudia Lücking-Michels, die auch zugleich Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist. Vielleicht kommt sie später noch zu uns. Aber hier aus dem Wahlkreis Ehrenfeld ist der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Rolf Mützenich, bei uns. Sie begleiten uns schon lange und schön, dass Sie auch heute dabei sind. Und last but not least freue ich mich, den Grünen, ehemaligen Bundestagsabgeordneten, der die Idee des zivilen Friedensdienstes von Anfang an begleitet und mitentwickelt hat und dieses Thema zu seinem Thema gemacht hat, heute als Co-Vorsitzender des Beirates für zivile Konfliktprävention und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist. Winnie Nachtwey aus Münster. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch daran, wie es war, als Sie 20 wurden? Mehr oder weniger verzückt schaut wohl die eine oder der andere in das Fotoalbum von diesem Fest und jede und jeder denkt sich seinen Teil. Aber was macht eine Organisation, die 20 wird? Ich darf ganz herzlich begrüßen Julia Schneider, eine Kölnerin oder besser gesagt Ehrenfelder Künstlerin. Sie steht mit ihrer Staffelei neben der Bühne und ihr Ergebnis, ihr Kunstwerk zur Erinnerung an den heutigen Festakt, wird sie uns zum Schluss präsentieren. Meine Damen und Herren, Geburtstage, Lebensfeste sind Wegmarken und meist auch mit Veränderungen verbunden. Mal, es ist jetzt 10 Jahre her, wird man Teenie, später heute Zwen. Mal kommt man in die Schule, später wird man volljährig. Mir geht das so, dass je älter ich werde, mein Geburtstag auch mit Erinnerungen an meine Ursprünge, an meine Eltern verbunden ist. Vielleicht ist das bei Organisationen und darum beim Forum Ziviler Friedensdienst nicht anders. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, zu einem Grußwort die Mitbegründerin und Ehrenvorsitzende des Forums Ziviler Friedensdienst begrüßen und ankündigen zu dürfen. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für Helga Tempel.